Hallo, auch vom Einschlafen bedroht? Da habe ich was für Sie, was Sie wieder munter machen wird. Hallo, liebe Bewohner des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, liebe Selbstverwalter, liebes Personal. Apropos, sind Sie noch in Wohnhaft oder haben Sie schon einen Wohnsitz? Ich bin auf die Idee zu dieser Folge gekommen, weil gerade durch die Presse ging, dass ein Herr Daniel Cohn-Bendit den Theodor-Heuss-Preis bekommen soll. Nun ist es aber so, dass ich dort im Internet einfach mal ein bisschen gucken wollte, was das so für ein Mensch ist. Ich habe also gesehen, er ist Jude, das ist an für sich erstmal nichts Schlimmes. Aber ich habe da so ein paar nette Zitate von ihm gefunden. Eines lautet zum Beispiel, die Sexualität eines Kindes ist etwas Fantastisches, wenn ein Kind von 5 Jahren beginnt, sich auszuziehen. Oder, dass er zum Beispiel sagte, ich hatte schon lange Lust gehabt, in einem Kindergarten zu arbeiten. Mein ständiger Flirt mit allen Kindern nahm bald erotische Züge an. Ich konnte richtig fühlen, wie die kleinen Mädchen von 5 Jahren schon gelernt hatten, mich anzumachen. Es ist kaum zu glauben, meist war ich ziemlich entwaffnet. Es ist mir mehrmals passiert, dass einige Kinder meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen haben, mich zu streicheln. Ich habe je nach den Umständen unterschiedlich reagiert, aber ihr Wunsch stellte mich vor die Probleme. Ich möchte das einfach nicht weiter zitieren. Das ist aus der Emma aus dem Jahr 2001, wo Auszüge aus Daniel Cohn-Bendits Buch Der große Bazar, was 1975 im Tricon Verlag erschienen ist, zitiert werden. Nun, die Franzosen haben das einzig Richtige gemacht. Sie haben ihm nämlich daraufhin die Bürgerrechte aberkannt und hier in Deutschland kriegt er eben halt den Theodor-Heuss-Preis. So ist das hier in diesem Lande. Und dann habe ich mir mal so Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich so? Wie man sich hier halt über diverse Sachen auslassen kann. Da habe ich im Artikel 4 des Grundgesetzes was gefunden, nämlich die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit der religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisse sind unverletzlich. Okay, soweit so gut. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, inwiefern das Grundgesetz immer noch gültig ist. Gucke ich mal in die Europäische Menschenrechtskonvention, die haben da auch so was Ähnliches. Und zwar Artikel 9, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat, durch Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen oder Riten zu bekennen. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Dann habe ich mir gedacht, es gibt noch einen weiteren Artikel, das sogenannte Diskriminierungsverbot. Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der zugehörig zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. Okay, niemand darf diskriminiert werden. Und da habe ich dann eben halt so einen Gedankengang gehabt, was mir plötzlich einfiel. Ich habe nämlich vor kurzem ein Gesetz gefunden, und zwar im Bundesgesetzblatt aus dem Jahr 2012, Teil 1, Nummer 24, ausgegeben zu Bonn am 8. Juni 2012. Ich werde einen Link dazu unter das Video stellen. Auf der Seite 1222 lese ich Folgendes. Gesetz zu dem Vertrag vom 30. November 2011 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden in Deutschland, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Zur Änderung des Vertrages vom 27. Januar 2003 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden in Deutschland, Körperschaft des öffentlichen Rechts, zuletzt geändert durch den Vertrag vom 3. März 2008. Das können Sie einfach mal nachlesen in Ruhe. Besonders bemerkenswert finde ich eigentlich nur eine Sache, nämlich Artikel 1, die Leistungsanpassung. Dort wird nämlich im Absatz 1 Folgendes gesagt. Zu den in Artikel 1 genannten Zwecken zahlt die Bundesrepublik Deutschland, Klammer auf, Steuergelder von Ihnen, mir und sonst wem, Klammer zu, an den Zentralrat der Juden in Deutschland jährlich einen Betrag von 10 Millionen Euro beginnend, unabhängig vom Inkrafttreten dieses Vertrages, mit dem Haushaltsjahr 2012. Ich finde, das Ganze hat, wie man das in Südwestdeutschland so sagt, ein Geschmäckle. Da können Sie jetzt einfach mal eine Woche drauf rumdenken. Schöne Woche noch.